Dies ist die einzige Antwort, die alle Widersprüche erklären kann, über die wir gestolpert sind. Juhu! Verehrter Herr Blaurock, eure einfallsreiche Vorstellungskraft gereicht jedem Märchenerzähler zur Ehre. Beeindruckend. Juhu! Aber eure Verteidigung ist löchrig. Ich sehe einen klaffenden Widerspruch. Oh nein! Noch einen? Was meint ihr denn jetzt schon wieder, Inquisitor Flamberg? An jedem Tag wurde diese Thalea Magica benutzt. Sie hat 2 magische Kristalle. Mhm. Einen für den Goldverwandlungsspruch, Goldor. Und den zweiten für den Schattenbeschwörungsspruch, Umbra. Ja, das ist richtig. Günther. Eine Hexe kann mit diesem Stab nicht den Spruch Goldor gewirkt haben. Hm. Es. Wie wir nämlich alle gelernt haben, ist ... Morse für das S. Und ... ist das Morse für O. Oh. Oh. Ja, denn kurz, lang, kurz ist nämlich SOS. Wie man irgendwann mal vielleicht gesagt. Das hat irgendwie jeder als Kind beigebracht bekommen, aus keinem bestimmten Grund, aber irgendwie weiß es jeder. Ja. Und wer das nicht wusste, bitte in die Kommentare schreiben. Wer das nicht wusste, sitzt heute noch auf dieser scheiß Insel. Ja, damit habt ihr durchaus recht. In der Tat. Juhu! Aber ihr könnt nicht alle Fakten, die meine Theorie untermauern, als Zufälle abtun. Doch, das kann ich! Ob ich den Tag erlebe, in dem ihr mir ohne eines eurer einfach nur zustimmt? Eher stirbst du. Ich will darauf hinaus, dass diese Thalea Magica nicht die richtige ist. Nicht die richtige? Ganz genau, und verantwortlich dafür ist Jonathan Frakes. Ein Teil des Stabs ist eine weitere Täuschung von Laborchef Dr. Klink. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Nee, der hat damit nichts zu tun. Der totale Schwachsinn, Mann. Nein, wirklich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Laborchef Dr. Klink. Juhu! Das ist zu viel der Spannung. Das ist viel zu viel für ein Gericht meines Alters. Für ein Gewicht meines Alters. Für ein Gesicht meines Alters. Das Datum ist abgelaufen. Oh Mann. Möge die Verteidigung enthüllen, was die geheimnisvolle Enttäuschung ist. So, die Täuschung ist... Moment, hä? Was soll die Täuschung jetzt sein? Ja, das wüsste ich auch gern. Bezogen worauf? Worum ging's? Ja, wahrscheinlich ist es einer der Kristalle wahrscheinlich. Hm. Ist das nicht Goldor, sondern Goldtor, oder... Mal gucken. Gucken wir mal ins Lieber Magie. Goldtor braucht aber grün, wie es aussieht. Ja. Und die anderen? Lilas Umbra wahrscheinlich? Ja. Ruft eine Schattengestalt herbei, obwohl sie eine bla bla bla. Und das? Also ich finde auf jeden Fall die Form von Umbra passt. Moment. Goldor. Moment mal! Ich guck mal was. So muss das Ding aussehen. Aha! Hat's natürlich. Ja angemalt? Entweder das, ja. Oder er steckt da drin.
Was steckt da drin? Aber ich denke, es könnte auch sein, dass er angemalt ist. Ich könnte mir den... Ich gucke mir nochmal das an, wie das aussehen muss. Oder kann man die austauschen? Aber ich denke, es ist... Ich meine, der einzige Ort, an dem der Kristall sein könnte, wäre doch hier, oder? Aber wir sollen noch einen Widerspruch aufdecken. Und nicht einen versteckten Kristall finden. Warum nicht? Also... Warum sollten wir nicht einen versteckten... Naja... Dieser Teil des Stabs enthält einen Widerspruch. Ja, aber ich meine, wir müssen ja irgendwie beweisen, dass... Halt mal, Moment. Es ging darum, dass das nicht der richtige Stab ist, oder? Das hat ja sogar Phoenix so gesagt. Also heißt das... Also können wir nicht davon ausgehen, dass der Kristall hier drin steckt. Okay. Aber, was könnte es dann sein? Sollen wir einen Tipp nehmen? Dann ist es ja wieder einfach. Ich würde was riskieren wollen. Und was? Frage ist nur was. Ja. An sich, ich meine, es gibt die Möglichkeit, jetzt entweder einer von den Kristallen oder doch dieses Ding in der Mitte, aber aus einem anderen Grund. Ich bin für einen der Kristalle eigentlich und wenn dann aber für den gelben, weil der Umbra nie irgendwie relevant für irgendwas war bis jetzt oder nie zur Sprache kam, in dem Sinn. Ah, natürlich. Moment. Aber dann wäre es ja doch der richtige Stab. Also das wäre aber mit dieser... falschen Kristall. Der Stab mit einem grünen Kristall, der lila angemalt wurde. Weil Umbra aber wahrscheinlich den lilanen nie... brauchte man ja auch, weil der Schatten war ja da. Wer sagt, dass das der Schatten war? Das war die Hexe. Das, was gesehen wurde, war eine Hexe. Aber andererseits, dann wären ja zwei Leute da gewesen. Oder war das ein Schatten? Beziehungsweise, dann muss sie immer noch einen Zauber haben, wie sie aus dem Boden kommt. Dann gibt's auch wieder nicht auf. Eben. Aber im Grunde, was wäre denn, wenn dieser wirklich angemalt ist? Aber ich meine, die Form passt. Ja, das ist richtig. Aber die auch. Naja, ich meine, also, ja, ich meine im Sinne von, okay. Das ist theoretisch... Gehen wir doch nochmal den Ablauf durch. Warte mal, mach mal bitte den Goldtor-Spruch. Ich will mal lesen, was da steht. Oh, Moment. Das Portal verschwindet von alleine, okay. Das heißt... Rein theoretisch kann sie den Goldtor gesprochen haben, das Portal geöffnet. Daraus dann den Schatten gezaubert und Layton verwandelt mit Goldor. Und müsste nichts weiter machen, weil das Portal sich von alleine schließt. Laut Papagei wäre doch dann aber die Reihenfolge anders gewesen. Ich denke, sie hat zuerst den Schatten gezaubert und Layton verwandelt, in welcher Reihenfolge auch immer. Dann den Goldtor-Zauber und dann eventuell den Stein ausgetauscht und das dann... Oder was auch immer gemacht. Und das Ding dann aufs Portal... Ja, aber sie muss doch erstmal Goldtor gesprochen haben, um überhaupt durchs Portal durchzaubern zu können. Sonst ist ja kein Portal da. Naja, wieso? Nee, Moment. Musste sie durchs Portal dann auch durchzaubern? Vor allem, ich meine, der Papagei, der hat Goldtor gehört. Das konnte er ja erst, wo sie da waren. Das heißt, sie hätte eigentlich wahrscheinlich auch diese anderen Sachen... und ich denke, Schatten, die können auch durch solche Teile durchgehen. Aber wie sie natürlich Professor Layton in Gold verwandelt hat... Das ist eine andere Frage. Was haben wir denn für Beweise? Aber wir können da auch nichts. Nee, wir müssen im Grunde einen Teil mit einem Widerspruch. Ich bin trotzdem irgendwie vom Gefühl immer noch bei dem Goldenen. Nee. Weil es darum die ganze Zeit ging. Ja, aber Goldor ist doch gesprochen worden. Sonst hätten wir keinen goldenen Professor. Stimmt, warte. Goldor ist ja gesprochen worden, sonst hätten wir keinen goldenen Professor. Goldtor ist gesprochen worden, weil... Hä? Ja, aber Goldtor wurde ja als letztes gesprochen, laut Papagei. Ja. Aber der Goldtor ist da ja gar nicht drin. Richtig, das ist es ja. Und wir müssen jetzt versuchen rauszufinden, welcher Teil des Stabs irgendeinen Widerspruch dazu in dieser Hinsicht enthält. Genau, der Widerspruch ist, dass gar kein Goldtor... Stein da drin ist, sondern nur ein Goldor-Stein. Das ist der Widerspruch, denke ich.
denkt, dass na, es aber, worauf es hinauslaufen aber soll. Aber Moment, dieser Teil des Stabs enthält einen Widerspruch. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie es vorher jetzt weiterging. Ich habe da ehrlich gesagt nur halb zugehört. War das denn... Also sollen wir jetzt erstmal nur Flambergs Aussage... Flambergs gefundenen Widerspruch bestätigen? Oder wie? Nee. Wir haben einen eigenen Widerspruch. In Flambergs Theorie oder irgendwie so. Na, oder ich weiß wie? Es nicht mehr. Na, weißt du was? Wir haben jetzt, also, ich würde jetzt sagen, entweder das hier ist ein bemalter grüner Stein, der grüne Stein könnte hier sein, oder es gibt dort keinen grünen Stein und ich habe völlig keine Ahnung, deswegen nehme ich jetzt einen Tipp. Mal sehen, was davon es ist. Hier ist meine Hinweismünze. Aha. Jetzt bin ich gespannt, ob es wirklich das ist. Hier. Da. Lasst mich zunächst einmal etwas klarstellen. Das ist doch eine echte Talia Magica, oder? Moment. Zweifellos. In der Tat. Weil die Talia Magica, die... Moment, hä? Ah. Okay, weil die Talia Magica die Wachstumsphasen der Haare verlängert. Der Metallstab in der Mitte wird genannt. Wie wird er genannt? Wie wird er genannt? China Magica. Frag doch einfach nochmal. Nein, ja, Kenny. Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet. Mensch, also wenn irgendwann mal der Synchronsprecher von Kenny nicht mehr sein sollte, aus welchem Grund auch immer, umgezogen oder ja, dann könntest dann du das machen. Joey macht auch mit. Komm doch mal her. Ja, aber wie würdest du das, wenn das in nicht in Anführungszeichen wäre, wie würdest du es aussprechen? Spina Magica. Ich würde ja sagen, die Spinner Magica. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Der Spinner Magica. Das ist der Sidekick vom totalen Schwachsinn, Mann. Los, Spinner Magica. Wir müssen schnell zum Einsatz fahren. Ja, totaler Schwachsinn, Mann. Schwachsinn, ne. Blödsinn. Blödsinn. Mann. Oh Mann. Das auf dem oberen Teil ist deutlich zu erkennen. Es ist mit vielen Details geschmückt. Es ist unmöglich zu fälschen. Nicht ist unmöglich. Ich habe leider nichts gehört. Oh, aber du kannst dir denken, was es war. Ah, ja. Jetzt ja, bei mehreren Nachdenken. Naja, bei dem Wort muss man es immer einspielen. Ah, ist mir jetzt zu blöd. Ja, das ist richtig rauszusuchen. Ja, das ist... Ja, achso, nee. Ja, das ist richtig. Günther. Bitteschön. Dankeschön. Selbst der beste Handwerker ist dazu nicht imstande. Ich garantiere euch die Echtheit des Schlosses. Des Stabes. Des Schlosses. Dann bleibt nur noch eine einzige Möglichkeit offen. Die Fälschung ist der Umbra-Kristall. Was? 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 Wario. Joey. So ein Mist. Wow. Joey läuft da hinten auf dem Klavier gerade rum. Hier. Mhm. Ein magischer Kristall wurde gefälscht. Einspruch. Wie lange er ausholt. Das muss was heißen. Das ist ein Affront gegen unsere Ermittler. Hey Junge! Mach diesen Affront wieder rückgängig! Sonst nehme ich dir deinen Übersichtsplan weg! Nur Hexen können die Kraft magischer Kristalle nutzen, oder? Oh, jetzt habe ich gerade einen Stecker gezogen.
Welchen? Weg ist er. Nee, man hört mich noch. Ja. Gut. Wie wollt ihr nun erkennen, ob ein magischer Kristall echt ist oder nicht? Oh. Das müssen wir nicht. Haltet ein. Wir sind uns alle sicher, dass der Spruch Goldor in dieser Stube genutzt wurde. Ja, das ist klar. Er kann also keine Fälschung sein.